Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von AZTV. Kommenden Dienstag tagt der Kreisausschuss in nicht öffentlicher Sitzung. Tagesordnungspunkt 13 lautet Kreishaus, Ferserstraße 53. Viel will der Landkreis auf AZ-Nachfrage dazu nicht sagen, außer das Gebäudemanagement wird zur Frage referieren, ob eine weitere Sanierung des Kreishauses oder womöglich ein Umzug der Verwaltung in andere Räume oder ein Neubau Sinn macht. Mehr zu diesem Thema lesen Sie morgen in Ihrer AZ. Tiefe Spurrillen, Flickstellen und Risse in der Fahrbahn. Rund 20% der Landstraßen im Uelzner Kreisgebiet sind dringend sanierungsbedürftig. Das berichtet Dirk Möller, Leiter der Landesstraßenbaubehörde in Lüneburg, auf AZ-Nachfrage. Der Grund: einer steigenden Verkehrsbelastung stehen knapp bemessene Haushaltsmittel für Ausbau und Instandsetzung im hiesigen Geschäftsbereich gegenüber. Mehr dazu lesen Sie ebenfalls morgen. Der Spaten vor der Gartenhütte zeigt, Marion Kindermann hat viel Arbeit investiert, bis sich ein ehemaliger Spargel- und Gemüseacker in Schwemmlitz in ein grünes Gartenreich verwandelte. Die 52-Jährige ist eine von 9 Hobbygärtnern, die ihre Paradiese am Wochenende für Besucher öffnen. Wir werfen einen Blick auf das Wochenendwetter. Auch nach dem Ende der Eisheiligen bleibt der Frühsommer auf Tauchstation. Grund ist Tief Diethelm, das uns von Island her einen kühlen, windigen und auch feuchten Gruß schickt. Morgen lassen uns maximal 16 Grad frösteln, am Sonntag 14 Grad. In der Nacht werden es 6 Grad. Das war's mit AZTV für diese Woche. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und sagen Tschüss bis Montag.